Hi, ich bin der Günther, ich mach's in der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Super Smash Bros. Ultimate Günthers Gameplay. In der heutigen Folge mit einem Charakter, den viele in Super Smash Bros. Ultimate über alles lieben. Mit einem Charakter, der Schaden austeilt, der absolut gebalanced ist und bei dem alle Werte perfekt angepasst sind. Heute spielen wir Gendor. Ein Charakter mit viel zu viel Damage Output. Okay, und dann gibt's noch Hero. Aber scheiß drauf. Und ich verkack erstmal die wohl wichtigste Ganondorf-Kombo. Ihr seht jetzt bereits, der Schaden, den Ganondorf austeilt, ist absolut gebalanced. Die Reichweite seines Schwertes beträgt auch zum Glück nicht irgendwie viel oder so. Und ja, Simon ist eigentlich, glaube ich, keine schlechte Wahl. Oh, was? Ich war mir ziemlich sicher, dass ich das nicht überlebe. Dann haben wir hier noch den Kick. Oh, ganz knapp. Jede Attacke von Ganondorf ist einfach verdammt stark. Und so stirbt er nicht. Willst du mich jetzt verarschen? Der Typ ist auf 150 und lebt noch. Was glaubst du, gegen wen du hier kämpfst? Also Pichu wäre auf 30 tot? Lel. Ich weiß nicht, ob die Prozente jetzt noch passen für die Ganondorf-Main-Kombo. Jawohl. Down Throw Neutral Air. Macht 30 Damage. Und ist eigentlich halt schon zu stark, wenn man das mal so überlegt. Und der Air-Dodge war nicht geplant. Der Typ nervt halt mit seinen ganzen Projektilen. Auch die Air-Attacks bei Ganondorf haben einen sehr hohen Angriff. Zum Beispiel diese Back-Air. Okay, eigentlich wollte ich keine Forward-Air, sondern eine Neutral-Air machen. Aber egal. Ihr seht, mit 3-4 Hits ist der Gegner auf den legendären Prozenten. 69. Und gleich tot. Ganondorf hat zudem einen der stärksten Meteorangriffe des Spiels mit seiner Down-Air. Und er hat Kamehameha. Da sehen wir jetzt auch mal den Meteorangriff. Und die wohl berühmteste Meme-Attacke von Ganondorf. Ein Schwert mit viel zu hoher Reichweite. Hören Sie bitte auf, Projektile zu spammen. Ach stimmt, du bist ja Bernard. Ich dachte, ihr könntet was anderes, aber da habe ich mich eindeutig getäuscht. Jetzt mal im Ernst, ich hasse die Belmonts. Auch wenn für mich der Schlimmste wahrscheinlich immer noch Little Mac ist. Ich finde, ja, der hat eine scheiß Recovery und das ist seine größte Schwäche. Sag es die, er ist einfach mit Abstand der most unbalanced Character im ganzen Game. Er hat einen absolut kranken Angriff, ist viel zu schnell und seine Recovery entspricht der von meinem Toaster. Das überlebt er übrigens nicht. Ich denke, das letzte Leben sollte ich ihm mal ein bisschen schneller abziehen. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wie ich die Combo bin. Oh, ich dachte, ich schaffe das jetzt aus irgendeinem Grund nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Combo zu beginnen ist, die ich machen will. Es gibt auf jeden Fall eine sehr coole Combo, wo man zumindest ein Throw und die... Ah nein, ah, ich weiß wieder. Muss ich nächstes Mal dann machen. Aber diesen Kampf sollte ich erst einmal
enden. Und ja, die Dash Attack tötet, weil wir reden von Gendorf. Das war ein ganz guter Ersteindruck, was der so kann, auch wenn der Kampf nicht sonderlich gut war. Auch wichtig zu wissen ist, Gendorf war eine Zeit lang mein Main Character nach Bowser, aber wurde dann nach einer Zeit von King K. Rool abgelöst, der seinen Stand bis heute auch gehalten hat. Wobei ich sagen muss, dass Mario im Moment auch. Sache ist die, ich habe das Gefühl, oh, und Bowser, ich liebe Heavys Schlachten. Ich liebe Heavys Schlachten mit Gendorf. Komm nur, du fette Echse. Jetzt gibt's eine fette Schelle. Seht ihr diesen Hit? Den Air Dodge einfach draufgekackt. Was willst du tun? Die Attacke ist übrigens noch stärker, wenn man sich umdreht, während man die macht. Das geht, soweit ich weiß, nur ziemlich am Anfang der Attacke. Also der Schlag, mit dem ich gerade diese 37% gemacht habe. Und ich weiß, dass Gendorf nicht unbedingt das beste Matchup gegen Heavys hat. Aber es macht mir egal, mit welchem Charakter. Es macht mir einfach am meisten Spaß, gegen Heavys zu spielen. Man kann ja, der Fakt ist die, der Fakt ist, Alter, Deutsch on point. Der Fakt ist nun mal, egal wie, was wirklich ist, Heavys kann man einfach besser kombon. Wobei ich sagen muss, ich habe auch immer mehr das Gefühl und ich bin mir sehr sicher, dass es viele gibt, die das genauso sehen. Es kommt weniger aufs Gewicht an, als auf die Größe und somit die Hitbox. Das Gewicht verändert vielleicht manche Kombos. Alter, ich stelle mich gerade richtig scheiße an. Okay, das war's. Ganon-Zeit! Es ist Zeit zu grabben. Forward Air, Forward Tilt, zack, zack. Oh, das war schön, da kann mir keiner was sagen. Eine richtig saftige Zero to Death. Bowser wird übrigens vermutlich schon in einer der nächsten Folgen dieses Projekts auch drankommen. Ich habe langsam das Gefühl, dass Forward Air vielleicht sogar besser ist als Neutral Air in der Situation. Ich bin zwar tot, aber es war so worth it. Jetzt beginnt der Ganondorf das zu werden, was ich will. Das Schwert wird dich treffen. Oh, das war geil. Der Kick nach unten kann, wie ihr seht, Meteoren. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum ich das probiert habe. Das war mein erstes Mal, dass das geklappt hat. Egal, ob ihr es mir glaubt oder nicht. Übrigens, eine Sache, die schon seit ein paar Videos ist. Vielleicht ist euch das aufgefallen, weil die Switch hatte ja immer das Problem, dass die ein bisschen über den Rand vom Fernsehbildschirm hinausgegangen ist, ne? Das ist euch sicher auch aufgefallen. Das konnte ich mit Hilfe von Lord Eckett tatsächlich, obwohl der keine Switch hat, fixen. Der wusste, wie man die Einstellungen ändert dafür. Ich weiß nicht, warum ich einen Up-Throw gemacht habe, wenn ein Down-Throw viel schlauer gewesen wäre. Aber es ist egal. Ich deale so viel Damage, ich kann's mir leisten. Das größte Risiko an Gendorf ist halt, weshalb er auch nicht wirklich der stärkste Charakter ist. Viele finden, er ist sogar mit einer der schlechtesten. Ich persönlich mag ihn, aber wenn der Gegner einen irgendwie in eine... Hier sieht man's. Genau das ist es. Die Recovery ist halt richtig schlecht. Das ist fast Little Mac Level. Aber, ja, 30% Gegner, ich verliere Leben. Tja, 2 Sekunden später sind wir wieder ausgeglichen. Schade. Kick. Grab. Hör auf zu dodgen.
Du nervst mich. Schade, ich habe versucht zu lesen, den Computer. Als ob das nicht gehittet hat. Da braucht's wohl einen Backthrow, einen normalen Jab. Ah, er ist ausgewichen. Bloß diese Doria kann er nicht ausweichen. Als ob wäre die Forward Air rausgekommen, wäre er, glaube ich, tot gewesen. Das war halt... Habt ihr gesehen, wie krass das sein kann mit Gendorf? Und so darfst du nicht recovern, Pit. Die Neutral Air ist, glaube ich, besser, wenn man weiterkommen will. Ich bin ehrlich, ich versuche jedes Mal die Neutral Air zu machen, aber bin einfach zu blöd. Okay, da bin ich zu weit nach unten gegangen. Das sollte man mit Gendorf nicht machen. Was halt auch geil ist, Gendorf ist, glaube ich, so der beste Charakter, um seinen Gegner zu disrespekten. Ah ja, und er ist verdammt langsam, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Der Up-Tilt kann das Schild One-Hit zerstören, soweit ich weiß. Ich darf nicht so tief gehen! Mann! Ich will nichts. Ich sollte nicht zu meinem Videoniveau gehen, wenn ich Gennendorf spiele. Und das war's. Gennendorf ist halt so ein lustiger Charakter zum Spielen, weil er sowas von viel zu viel Schaden macht. Also, ich hoffe ja, dass ich noch einen Shieldbreak auf 0% heute krieg. Weil wenn der Gegner nicht gerade Bowser ist, ist er davon tot. Es ist einfach schon nice hier. Dafür ist halt die Sache, dass man richtig Combo-Futter ist. Langsam, schwer, große Hitbox, moin Mewtwo, farblich angepasst, hilft ja auch nicht weiter. Wenn ich mich nicht so sehr auf die Charaktere spezialisieren wollen würde, würde ich jetzt, wo ich gerade Mewtwo sehe, einen Mario-Clip zeigen, den ich gestern hatte. Mein Mario wird einfach auch immer besser. Noch? Wisst ihr, was ich gerade sagen wollte? Noch habe ich keinen Schaden genommen. Aber ich konnte leider nicht aussprechen, bevor ich Schaden bekomme. Okay, das war vielleicht nicht mein schlauster Move. Als ob in der Situation... Das sollte eh eine Forward Air werden. Aber dass die Up Air einfach getötet hat, sehe ich persönlich als unrealistisch an. Oh, schöner Hit. Die Down Air ist bei Gendorf auch so eine Attacke. Schadet auch nicht, die am Boden zu treffen. Damage machen tut sie trotzdem genug. Ja gut. Und ich habe gehofft, ich könnte etwas früher meine Recovery nutzen. Die Sache ist die. Hallo? Ich wollte sagen, ein guter Hit und er ist tot. Wohl eher ich. So, da ist der eine gute Hit. Er war schon längst auf Kill-Prozenten. Och nein, ich hab mich verschätzt. Ich dachte, ich komm noch zurück, so. Ja, wenn du mir einfach die 30% schenkst. Ich will nochmal den da. Und als ob er dodged. Ich hatte es schon, dass ich so locker 5er-Streaks hatte, bei denen ich einfach nur diese Attacke benutze. Weil der Computer nicht darauf klarkommt. Ich dachte kurz, der wäre tot. So, ausgewichen. Und es wird Zeit für einen Kill. Die Neutral Air killt ihn fast. Und das wird ihn raushauen. Und zwar deutlich. Kannst du dich mal grabben lassen?
Das sollte keine. So, Zero to Death. Mit Ganondorf ist so eine Zero to Death so einfach, jetzt mal im Ernst. Und sowas ist eine schöne Two-Hit-Combo. Den Angriff kann man auch mal offensiv verwenden. Und noch eine Zero to Death. Ich habe ab dem Punkt, ab dem er sein drittes Leben verloren hat, habe ich keinen einzigen Schadenspunkt mehr genommen, sondern ihn nur noch auseinandergenommen. Sehr schön. So sollte das öfter laufen. Nein, garantiert nicht, Lukas. Auch einer der schlimmsten Gegner im Spiel. So, oh, Peach. Stirbt zwar sehr früh, aber kann gute Kombos geben. Okay, als CPU wahrscheinlich nicht. Also ich kann gleich sagen, online hätte ich den Kampf sicher verloren. Gegen den Computer rechne ich mir zumindest Chancen aus. Ja, wie viele Prozente hatte Peach? 30? Egal, auf jeden Fall Kill-Prozent. Ja, okay, andererseits, als ob. Andererseits, gegen ein Ganondorf spawnt man auf Kill-Prozent. Als ob das verfehlt hat. Einfach alleine schon dieser einfache Jack ist krass. Und die Back-Air sollte man sich auf jeden Fall nicht von treffen lassen. Hat zwar nicht gerade eine große Hitbox, oh hi, irgendein Typ, den ich nicht persönlich kenne, der einfach irgendwann in, weiß gar nicht mehr, ich glaube in Mario Maker hat der, oh, wunderschön. In Mario Maker hat der mir einfach mal eine Freundschaftsanfrage geschickt, ich weiß nicht, wer das ist oder warum, aber hey, er ist online. Hör auf, dein Gemüse zu werfen, Peach! Ich esse kein Gemüse. Und du kannst mich nicht dazu zwingen. Ich sagte, du kannst mich nicht dazu zwingen. Aber ich kann dich zwingen, aufzugeben, indem ich dich einfach zusammenschlage. Genau so. Und dann so. Und so. Und so. Und nochmal so. Als ob ich dachte, die Back Air hittet. Wieder 97% gemacht, ohne einen Schadenspunkt zu nehmen. Wisst ihr was? Warum nicht einfach so finishen? Wieso klappt das? Ich stehe eine halbe Stunde an... warte, ich will jetzt mal gucken. Höchste Fluggeschwindigkeit. 1000. Ah, nur. Ich glaube, mein Rekord ist irgendwie 1500. Ich glaube, das ist auch fast das Maximum, das überhaupt geht. Ich habe den Gegner, glaube ich, auf 400 hochgebracht mit den Grabs, weil die ja nicht raushauen können. Und dann mit umdrehen den Smash. Also ich meine jetzt wirklich in einem normalen Kampf mal. Die 1500 und ich achte da nicht oft drauf. Ryu kann ich schlecht einschätzen. Aua. Kann sie mal. Dann halt kein Grab. Dann machen wir das Ganze jetzt ohne Grab. Sondern einfach mit Zerstörung. Als ob. Ich dachte, das trifft. Warte, ich kann ja mal kurz einfach rumstehen, während ich mich kratze. Und ihn jetzt mal langsam raushauen, würde ich sagen. Als ob. Naja, ein Glück habe ich die Dash Attack.
Oh mein Gott! Ich bin zwar tot, aber als ob! Das war es so wert! Und da lasse ich mir von niemandem was anderes erzählen. Kannst du mal herkommen? Danke. Habe ich den gerade wirklich verfehlt? So. Ein paar Airhits. Ganz, ganz schlecht. Das war nicht gut von dir, Ryu. Das macht mir ein bisschen Damage. Ein Millimeter. Nein, er hat's getaggt. Hätte er nicht getaggt, wäre er tot. Böse. Ich grab dich und töte. Ich sagte, jetzt stirb! Junge, hat lang genug gedauert. Alter, wieso treffe ich das gerade nicht gegen diesen Typen? Naja, ich würde sagen, ey, ich hab mich umgedreht. Irgendwie will das manchmal nicht, habe ich das Gefühl. Hä? Ich darf mich nicht mehr umdrehen bei dieser Attacke. Jetzt. Jetzt habt ihr gesehen, wie das aussieht. Ich weiß zwar nicht, warum der Typ die Zeit, in der ich nur rumexperimentiert habe, überhaupt nicht genutzt hat, aber... Oh, schade, geperfect shielded. Was war das? LOL, der Level 8 CPU, ich merk's. Ich mach den Schlag, er stellt sich vor mich, drückt sein Schild, aber er lässt einen Moment vorher los. Ah ja, übrigens, mal ganz kurz, was ich ansprechen kann. Ich freue mich schon, morgen gibt's eine Nintendo Direct Live Reaction. Ich hoffe, ich krieg die nur hochgeladen. Ich bin relativ den ganzen Tag weg, hab glaube ich 3 oder... Oh, fuck. Okay, jetzt kommt eine Prüfung, Leute. Jetzt gibt's eine fette Prüfung. Zumindest... Alter, ich bin nicht gesprungen, ich schwöre. Ich meine, er ist zwar nicht so abgrundtief asozial wie Lukas, den man online begegnet, die eigentlich nur den PK-Freeze-Button kennen. Außer die paar Mal, die sich PK-Fire drücken. Dir ist durchaus klar, dass ich dich jetzt dafür ziemlich vernichten werde, oder? So, ein Leben weg. Fehlen noch 4. Oh, ich hasse diese Attacke. Warum springst du nicht, Dendorf? Ich sag euch, sobald er einmal, wenn ich in einer passenden Situation bin, es nicht schafft, mit der Schlange zu grabben, ist er sowas von tot. Na, schade, ich habe überlegt, ob ich nochmal hinter mich predikte. Als ob. Der benutzt den PK Freeze ganz komisch. Das tötet ihn halt einfach. Eingetreten wie so eine lästige Fliege. Ich hab mich gerettet. Oh Gott. Man sieht, glaube ich, das Schlimme an PK-Free. Juckt mich nicht, dass ich tot bin. Hier kriegst du einen Tritt ins Gesicht. Hier kriegst du ein dickes Schwert ins Gesicht. Die Back-Air geht raus. Grüße gehen raus. Als ob. Guck mal, wie er PK-Fire machen will. Und wie er tot ist.
Ja, okay. Ich hab versucht, ihn vielleicht noch ein bisschen zu disrespekten, aber ich hab ihn auf jeden Fall. Sehr schön. Ein, zwei Kämpfe gehen noch, dann sind wir für heute fertig. Und Gendorfs Lektion wäre abgehakt. Übrigens habe ich meinen Luigi in der Zwischenzeit ein bisschen trainiert, auch seit dem Video von ihm. Und ein bisschen besser, oh Gott, wieder am Sliden. Die Kombos. Also ich habe immer noch keine ganz kranke Zero to Death hinbekommen. Oh Gott. Jesus Christus. Aber meine Kombos werden besser mit Luigi. Okay. Inzwischen ist Cheek ungefähr 20 oder 30% über den Kill-Prozent. Das ist realistisches Ganondorf-Gameplay. Cheek ist auf 0%, das heißt, sie dürfte langsam sterben. Als ob das verfehlt hat. Und getaggt, ernsthaft. Und das kannst du nicht taggen, auch wenn ich tot bin. Also ich sage es so, solche Plays sind es mir nach immer definitiv wert. Und da solltest du auch nicht so rein. Ich persönlich muss ja sagen, ich finde persönlich King K. Rool ein sehr schönes Opfer für Ganondorf. Hätte das gehittet, wäre Sheik tot gewesen. Wird übrigens langsam Zeit, hier mal wieder einen Kill zu holen. Sheik ist schon längst auf Kill-Prozent. Up-Tilt merkt ihr es auch eine relativ komisch. Also das ist eine der Attacken, die bei Ganondorf irgendwie am beliebtesten sind. Wobei ich sagen muss, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich benutze den fast nie. Ich weiß, dass der Schilde One-Hitten kann und nicht so schlechten Damage macht. Gegenfrage, was bei Ganondorf macht schlechten Damage? Also diese Reads schon mal nicht. Diese Zerstörung schon mal nicht. Oh, habt ihr das? Genau das meinte ich übrigens gerade bei den Grabs. Ich habe den Gegner gelesen wie ein Bilderbuch. Und ja, der Spruch ergibt keinen Sinn. Ich habe mir den aber angeeignet. Der ist Copyright bei mir. So, ich würde sagen, vielleicht letztes, vielleicht. Warum hat Ganondorf so kacke? Ich würde sagen, vorletztes Match. Ich mache gleich noch einen gegen K. Rool. Also, wir haben hier einen Hund. Gegen den König des Bösen. Und dass das nicht gehittet hat, deprimiert mich. Seien wir ehrlich, Melinda hat bisher gefühlt dreimal so viele Treffer gelandet wie ich. Gut, dass ich Ganondorf bin. Das heißt, au, jetzt habe ich sogar mehr Schaden. Jetzt nicht mehr. Und Ganondorf hat schöne Range-Attacken und die kacken. Oh. Oh, 58. Ich hatte zwar keinen Jump mehr, aber es war wieder so worth it. Falsche Richtung. Taggen muss ich in dem Game noch lernen. Ich meine, jetzt auf den Prozenten wie gerade eben ist es nicht nötig, aber wäre ich auf höheren Prozenten gewesen, hätte Melinda mich damit weggehauen. Oh. Als ob ich nur einen Ballon gehittet habe. Auch eine ganz coole Sache, die ich an Ganondorf mag. Wenn man einer von den Menschen ist, die gerne... Oh, habt ihr das gesehen? Das will ich jetzt... Ich habe Melinda jetzt getroffen, weil ich ihren Ballon geschlagen habe
und somit meine Attacke leicht verzögert wurde und damit ihre Unsterblichkeit rum war. Ansonsten hätte ich sie nicht getroffen. Okay. Melinda hat mich gerettet. Ich könnte dir dafür jetzt eigentlich danken. Oder ich schlage dir mit einem Schwert ins Gesicht. Und trete dann nach. Und hol nochmal das Schwert. Und nochmal das Schwert. Der Tausch hat sich nicht gelohnt. Dass mich das trifft, hatte ich irgendwie nicht erwartet. Okay, tot. Manchmal habe ich ja... Alter, hat die mich gerade geteabaggt? Melinda? Weißt du, was ich damit mache? Weißt du, was ich mit Typen mache, die mich teabaggen? Auch wenn du kein Typ bist. Genau, ich begehe fast Selbstmord. Und hau nochmal den Spike-Kill mit dem Angriff raus. Was ist das? Ich habe das vor heute noch nie geschafft. Und jetzt bin ich heute zweimal dafür gegangen und hab's zweimal bekommen. Lol. Ja, aber nochmal zu Nintendo Direct. Infos zu Schwert und Schild, wenn da jetzt keine Evoli-Entwicklung angekündigt wird. Wenn eine angekündigt wird, dann hole ich mir das Spiel. Wird vermutlich ein Let's Play dann zu kommen. Und ehrlich gesagt, ich bin mir schon sehr sicher, dass sie was ankündigen in der Richtung. Hoffentlich auch mal die Starter-Endentwicklung und hoffentlich kein Feuerkampf. So, ja. Okay, Rule. Okay, ich muss sagen, es ist ziemlich lang her, seit ich das letzte Mal hier mit Gandorf gegen K-Rool gekämpft habe. Und inzwischen ist es wahrscheinlich meiner Meinung nach gar nicht mehr so ein gutes Matchup. Ehrlich gesagt, ich spiele das immer noch sehr gerne, das Matchup, aber eigentlich mit K-Rool. Weil man hat Projektile, eine gute Recovery, ein Konter. Man hat wirklich viel gute Waffen. Oh, das hat nicht gehittet, schade. Man hat viele gute Waffen gegen Gandorf. Du darfst doch nicht so den F-Smash missen. Okay. Und ich darf mich nicht so von der Neutral Air treffen lassen. Aber damit ist K-Rool raus. Ich weiß auch, viele finden Gandorf so nervig, weil er macht halt zu viel Damage. Da versucht er zu kontern. Was soll denn das bringen? Ich meine, wenn es trifft, viel, aber dazu muss es halt treffen. Und das tut es nicht, wenn du gegen den besten Ganondorf-Spieler der Welt antrittst. Und aus irgendeinem Grund auf 170% lebst. Aber gegen den Spot Dodge kannst du nichts tun. Oh. Oh. Gegen K-Rool ist halt die Sache, kann man nicht so gut Spikes rausbekommen mit dem Schmendendorf. Übrigens, auch wenn das relativ klar war, um das jetzt nochmal anzumerken. Weder Mario noch Luigi, was mich hingegen wundert, noch K-Rool haben in ihren Folgen so... Doch auch. Aber wundert mich nicht bei K-Rool. Ich hab mich gerade selbst verwirrt, weil ich an Spikes gedacht habe, obwohl ich Zero-to-Death-Kombos meinte. Davon hatten wir heute ja ein paar. Und das ist nun mal leicht, wenn eine Zero-to-Death-Kombo mit... Oh, schöner Hit. Mit gefühlt zwei Hits schon klappt. Als ob... Smashen! Oh mein Gott! Ganz heftig gemasht. Schade. Aber treffen tust du mich nicht. Komm, noch ein Spike-Kill, bitte. Das war weder Spike
noch für mich. Lol. Jetzt habe ich das Problem. Jawohl. Ist der Typ gerade wirklich durch meinen Spike zur Seite? Egal. Das war's mit der heutigen Folge von Super Smash Bros. Ultimate Günthers Gameplay. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit einem anderen Charakter wieder. Bis dann. Macht vielleicht nicht ganz so viel Schaden wie Gendor. Und ciao. LOL.